So, der Grund, warum wir euch aufsuchen, dass wir heute Morgen einen Vorfall in eurer ehemaligen Schule hatten. Und zwar hat da ein Mädel, ein unbeteiligtes Mädel, irgendwelche Tabletten im Gebüsch gefunden, die sie sich auch in den Mund gesteckt hat. Ist das euer Ernst? Okay, nein, damit haben wir nichts zu tun. Damit haben wir absolut nichts zu tun. Es ist die Frage, ob ihr dieses ADHS-Mittel, was ich im Nachhinein rausgestellt habe, ob ihr damit auch irgendwie was zu tun habt. Vielleicht, vielleicht bringt es ja die Drogen nicht mehr im Handel, dass man da weiter sich... Nein, wir sind schon den ganzen Tag hier am Skateboard fahren und ich übe halt ein paar Tricks. Und wie kommt der Mister ins Gebüsch an eurer ehemaligen Schule? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Wo ihr auch runtergeflogen seid, weil ihr da permanent randaliert habt. Wir haben auch mit euren Lehrer gesprochen. Mit der Sache an der Schule haben wir absolut nichts mit zu tun. Wir sind den ganzen Tag hier am Skaten und ja, das stimmt wirklich. Wir üben halt hier ein paar Tricks. Was hast du jetzt mit den Jungs zu tun? Das sind meine Freunde. Wir sind den ganzen Tag hier. Vielleicht nicht so der beste Umgang, ne? Ja, das wusste ich ja vorher alles nicht hier mit den Drogen. Da habe ich keine Ahnung Schwierig, von. Schwierig, ne? Also, jetzt zeig mal noch eine andere Frage. Ich würde mich da anderweitig orientieren. Wenn ihr euch hier die ganze Zeit gefilmt habt, ja, dann könnte man doch auch anhand der Kamera vielleicht feststellen, zu welcher Zeit ihr genau da gewesen seid. Ja, natürlich, das können Sie feststellen. Gut, dann mache ich dir einen Vorschlag. Ich würde die Kamera jetzt sicherstellen. Kriegst du auch ein Sicherstellungsprotokoll? Kriegst die Kamera natürlich danach wieder, weil die mit der Straftat an sich nichts zu tun hat. Unsere Kollegen werden die auswerten und dann können wir nämlich anhand der Zeit feststellen, ob ihr wirklich zu dem gegebenen Zeitpunkt hier wart. Denn wir haben, also ich nehme es einfach mal komplett so mit, ja? Ist okay, ne? Ja, ist okay. Dann können wir nämlich auch feststellen, ob ihr vielleicht da was zu tun habt. Wir haben nämlich da nämlich auch einen Vorfall, was wir zeitlich sehr gut eingrenzen können, ja? Und das würde euch vielleicht ja sogar entlasten, um es mal so zu sagen. Könnt ihr schon wieder notiert. Wir haben eure Personalien aufgenommen. Wir werden auf jeden Fall auch. Jetzt gehört die Dose zu euch da hinten. Dem geschulten Auge des Polizeikommissars ist die zum Drogenkonsum umfunktionierte Getränkedose nicht entgangen. Dieser zusätzliche Fund bringt die beiden 18-Jährigen noch weiter in Bedrängnis. Mir reicht's einfach, ich geh jetzt einfach. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das tut uns leid. Doch hier. Vielleicht solltest du dir wirklich andere Freunde suchen, wie meine Kollegin gesagt hat. Ihr solltet euch mal überlegen, wie das mit euch weitergehen soll. Also eine Ausbildungsstelle finden wird so irgendwann auch schwierig, ne? Ja, haben Sie schon recht. Ich weiß. Wir wohnen ja von. Was ist das hier gerade? Was habt ihr da gefunden? Also wir haben hier eine Dose gefunden, die umfunktioniert wurde zum, sagen wir es ganz ehrlich, zum Kiffen. Das heißt, da wird Wasser eingeführt, der Rauch wird gekühlt und man ist natürlich gleich schnell im Kopf drin. So, jetzt mal nochmal wieder zu euch. Also die Sache ist die, wir werden das natürlich sicherstellen, eine Anzeige schreiben. Wie das verfolgt wird von der Staatsanwaltschaft, kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls seid ihr schon aktenkundig bei uns, du zumindest. Noch ein Video, wo wir Ihnen das zu zeigen, dass wir hier auch geskatet haben. Ich habe das die ganze Zeit auf Video aufgenommen. Ja, stimmt. Wir haben das vorhin noch hier gefilmt. Da kann man auch das von wann ist das denn? Das ist von vorhin, von einer Stunde. Dass ihr länger schon hier seid. Ja. Das wird aber passen. Ja, zeig mal. Von einer Stunde, können wir ja mal uns das anschauen. Soll ich mal sehen? Sehen Sie, da haben Sie das Video. Ja, gut. Ich habe sogar noch eins, wenn Sie das sehen wollen. Ja, zeig mal. Da ist auch die Uhrzeit, das könnte passen. Durch die Filme schließen die Ermittler die Beteiligung der Skater an den Vorfällen in ihrer ehemaligen Schule aus. Jemand anders steckt hinter dem Medikamentenhandel und den Drohaktionen. Der PKW der Mutter von den beiden Mädels, die auch zusammengestanden wurden. Ja, jetzt haben wir die beiden hier vor Ort. Also irgendwie komisch. Erstmal werden da Tabletten auf der Schule aufgefunden, die werden von irgendeinem Mädchen geschluckt. Dann bekommt die Schwester von ihr komische SMS. Dann ist jetzt ein PKW beschichtet worden von der Mutter. Ja, aber die beiden scheiden aus für mich. Wir sind ja gerade hier. Sehen Sie, wir haben damit nichts zu tun. Also Jungs, das Sicherstellungsprotokoll schicke ich dir hinterher. Ja, kriegst du mit der Anzeige. Hört sich doof an, aber ist so. Kriegen wir noch was nach Hause. Ja weil wir müssen nämlich jetzt und eine Vernehmung zum Sachbearbeiter. Und dann könnt ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen, ob das alles so Sinn macht. Jungs. Tschüss. Okay, machen wir. Anscheinend will der Drahtzieher des Medikamentenhandels die Zeugen einschüchtern. Deshalb vermutlich das beschädigte Auto. Die Kripo soll jetzt ebenfalls ermitteln. Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg und Kriminalhauptkommissar Eckart Greitner treffen ein. Guten Abend, hallo, Greitner. Grüß Sie. Ordentlich demoliert der Wagen. Wir können ich weiß nicht, warum das jemand macht. Wir haben doch gar nichts getan. Beruhigen Sie sich ein bisschen. Wir klären den Sachverhalt auf. Also es ist so, dass ein Zettel in dem zerschlagenen Auto lag auf dem Beifahrersitz. Als wir an die Wohnadresse der Familie ankamen, hatten die Kollegen der Schutzpolizei bereits dieses beschädigte Fahrzeug in Augenschein genommen. Ja, und hatten hier diesen Zettel vorgefunden, auf dem steht, wenn Carina in der Schule auftaucht, machen wir sie fertig.
Dementsprechend muss man davon ausgehen, dass wirklich auch diese Beschädigung des Fahrzeugs auch mit der Sache zu tun hat, dass das Mädchen da zusammengeschlagen wurde und natürlich auch mit, ja, mit dieser Tabletteneinnahme. Ja. Man muss einfach sagen, das hat alles, ist alles auf diese Familie gemünzt und dahingehend laufen jetzt unsere Ermittlungen. Kann man den Tatzeitraum irgendwie so ein bisschen eingrenzen? Wir haben gerade eben eine Nachricht bekommen, dass da irgendwas mit unserem Auto ist vom Nachbar und dass wir nicht runtergelaufen. Aber vom Nachbarn haben Sie eine Nachricht bekommen? Ja, okay, vom Nachbarn, der das gesehen hat, der uns kennt. Okay. Und dann bin ich runtergelaufen. Müssen wir nachher mal in der Nachbarschaft hier ein bisschen rumfragen, ne? Die Polizisten teilen sich auf und beginnen die Befragung der Nachbarn. Eckhard Greitner will in Erfahrung bringen, ob die Geschädigte mit Aufputschmitteln Kontakt hatte. Die Mutter glaubt das nicht. Meine Tochter lernt sehr viel, gerade weil sie jetzt wieder von der Schule ist. Sie ist eine gute Schülerin. Sie ist eine gute Schülerin, aber dafür muss man halt, wie auch gesagt, lernen. Und, naja, Leistungsdruck, darüber sind wir uns ja einig, haben wir ja auf allen Schulen. Aber, ist es da besonders stark? Ja, gibt es da? Herr Rupert tut sehr stark auf die Schüler, dass er da dem immer guten Leistungsdruck. Herr Rupert, ist das wie kann ich mir denn vorstellen? Ist das ein? Das ist der Lehrer, den hatten wir auch schon kennengelernt. Was ist das für ein Typ? Also eigentlich ist er ein ganz normaler Lehrer. Also ich würde eher sagen, eher konservativ, oder? Was sagen Sie? Ja, konservativ, aber halt sehr mit großem Leistungsdruck. Der möchte halt die Kinder vorwärts bringen. Und meine Tochter hat immer Angst. Die lernt im Prinzip schon 2 Wochen vorher für diese Klausur, damit sie so gut besteht, weil sie so furchtbare Angst hat. Mhm. Halt, wir sind schon da. Ho! Carina! Ach, da kommt ja schon die Tochter. Ach, hallo. Hallo. Hallo, Carina. Greitner, mein Name. Wir haben uns noch nicht. Hallo. Von der Kriminalpolizei. Ja, was Ihnen da heute Morgen zugestoßen ist. Können Sie sich da irgendwie näher dran erinnern? Ich meine, die Kollegen haben schon viel ermittelt. Überhaupt nicht. Ich weiß halt nur, dass ich halt raus wollte und dann habe ich was gegen den Kopf bekommen, bin hingefallen und dann war mir schwarz vor Augen und dann das Letzte, was ich weiß, dass ich meine Mama gehört habe. Ja. Und seitdem ja. gar nichts mehr. Also die beiden Jungs, die haben wir jetzt aufgesucht an dem Skatepark und die haben definitiv nichts damit zu tun. Also die machen eigentlich einen sehr unschuldigen Eindruck auf uns. Ja, die waren einfach nur, okay, die haben viel Blödsinn gemacht, ne? Insgesamt, aber ansonsten. Allerdings würde ich Ihnen nicht empfehlen, morgen zur Schule zu gehen. Aber ich muss morgen in die Schule, wir schreiben morgen die Klausur, ich kann nicht fehlen, das geht nicht. Doch, doch, also ich meine, eine Klausur, wenn man die nicht mitschreibt, das ist aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Sie werden die nachschreiben können. Da wird sich der Inhalt ein bisschen verändern, aber von der Stoffsache her wird es gleich bleiben. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Also. Die Abiturientin lässt sich jedoch nicht davon abbringen, am nächsten Tag in die Schule gehen zu wollen. Das ist gefährlich, denn nach wie vor wird sie bedroht. Auch sie selbst hat keine Ahnung, von wem, so ihre Aussage. Die Beamten bitten sie, morgen dem Unterricht fernzubleiben. Habt ihr was erfahren können? Ja, nicht viel, ne? Die meisten waren aus dem Haus und dann war der Gatte, der Ehegatte da oder sonst die Kinder. Da müssen wir nochmal nachhaken dann. Ne? Wir haben keiner, das keiner notiert. Was. Ach, ja, so richtig gesehen hat keiner was. Ja, guck mal, was ich Also die Zeugenfrau hat bei uns nichts ergeben. Hat nichts ergeben. Nee. Die Spurensicherung kommt gleich. Hm? Es dauert noch einen Moment. Okay. Und jetzt erzählt also wir haben da diesen Herrn Lehrer, der einen sehr hohen Leistungsdruck wohl auf die Schüler und Schülerinnen abgibt. Es ist also so weit, dass unsere Verletzte mit aller Gewalt morgen die Klausur schreiben will. Ich habe ihr davon abgeraten, habe gesagt, das ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Aber trotz allem irgendwie, auch wenn sie sagt, sie will morgen nicht gehen, so ganz kaufe ich ihr das noch nicht ab. Und in der Schule, wir müssen Informationen aus der Schule rauskriegen. Das heißt, wir müssen uns mit dem Rektorat in Verbindung setzen. Ja, das machen wir auf jeden Fall heute Abend noch. Und ich habe die Idee gehabt gerade, dass die da dringend eine Lehrerin brauchen. Ah, und das hast du nicht gedacht. Du wolltest doch immer Lehrerin werden. Ja. Dass du da als unter der Legende eine neue Lehrerin zu sein, das sprechen wir aber alles noch mit der Schule ab, einfach mal da reingehst und dann mal dem einen oder anderen so ein bisschen auf den Zahn fühlst. Einfach mal so gucken, was ist in der Lehrerschaft. Was läuft da? Ist da einer, der sich besonders hervortun will mit seinen guten Schülern und seinen besonders hohen Durchschnittsnoten? Dass wir einfach mal mehr kriegen. Denn wir haben da dieses Medikament, wir haben den Leistungsdruck, wir haben diesen einen Lehrer, der ordentlich Druck macht, dass sie wirklich schon Schiss haben. Also ein bisschen zu viel Druck, um normal als Lehrer Druck zu machen. Hast du das Gefühl, das könnte als Leistungssteigerung da genutzt werden? Quasi? Dieses Zeugs, dieser Wirkstoff ist also erstens mal konzentrationsfördern, dadurch Leistung steigern und der wirkt auch gegen so eine Hyperaktivität. Das wird doch auch bei ADHS genommen.
als Leistungssteigerung. Mhm. Und wenn du nämlich nicht ADHS hast, kriegst du eine besondere Leistungssteigerung. Mhm. Das sind viele Medizinstudenten auch. Aha. Die Mutter werden wir über diesen Einsatz definitiv einweihen. Ich, bin noch nicht verbrannt, die Kinder kennen mich nicht. Mein Kollege ist hierfür nicht einzusetzen, der hat die Familie kennengelernt. Ja, aus diesem Grund werde ich es tun. Wir sprechen noch kurz was mit den Kollegen und dann fahren wir heim. Genau. Die Kriminalbeamten bereiten den Undercover-Einsatz intensiv vor. Die Tarnung von Lara Grünberg als Lehrerin muss perfekt sein, damit die Ermittlung ein Erfolg wird. Da Eckhard Greitner am Vortag nicht an der Schule war, kann er seine Kollegin unterstützen, ohne Verdacht zu erregen. Ja, Ecki, wenn ich meine erste Stunde mal abreiße. Mathe und Deutsch. Ne? Aber ich bin mal gespannt. Das wird pass gut. Pass mal auf, mach dir keinen Kopf. Ich guck mir das alles an. Ich höre dich, wenn du was sagst. Die Kollegen sind nicht weit weg. Genau. Wenn irgendwas ist. Augenkontakt, okay? Ruckzuck. Alles klar. Toi, toi, toi. Bis gleich. Vor dem Schulgelände findet die Kriminaloberkommissarin ein Handy. Es könnte sich um das gestohlene Gerät der Abiturientin handeln. Sie kann es sichern, bevor der bereits bekannte Lehrer auftaucht. Hallo, Lara Grünberg ist mein Name. Thorsten Robert, hallo. Wollen wir du sagen, du bist auch ein Lehrer, gell? Ich bin auch Lehrer. Genau, Aktentasche, ja. Ja, ich unterrichte jetzt hier Deutsch und Mathe und wow. Ja, ich denke mal, ich muss auch gleich rein. Ja. Also ich freue mich unheimlich, hier anfangen zu können. Ich bin hierher versetzt worden. Okay. Bei mir ist das Wichtigste wirklich Leistung. Die Schüler müssen einfach leisten. Absolut. Ich habe wirklich, du hast da völlig recht, ich habe Projekte geleitet. Und für mich ist ganz klar, ich möchte hier einiges verändern und das ist auch alles so abgesprochen. Super. Ja. Das klingt wirklich super. Cool, vielleicht können wir uns mal zusammentun und können mal einen Kaffee trinken gehen. Ah, klar, gerne, natürlich. Ja, cool. Lisa, hopp, hopp, hopp. Wir brauchen euch hier. Hörst du? Ja. Hey, stehen bleiben. Warte mal, alles gut? Ich möchte nicht, dass ich verbrannt werde. Bis jetzt bin ich ja nur der unbeteiligte Vater, der seinen Sohn zur Schule bringt und das alles zufällig sieht. Wer weiß, wofür es gut ist. Okay, wollen wir mal gerade zur Seite gehen? Ich denke mal, die Polizei ruft jetzt den Krankenwagen an. Wir bräuchten dringend einen RTW hierher. Die Polizei ruft den Krankenwagen an. Nochmal, wir hatten gestern die Frau Pirker bei unserem Einsatz hier. Erzähl doch mal. Die sind einfach angerannt gekommen. Was ist passiert? Geht's dir gut? Freundin? Ja, hallo, ich bin die neue Lehrerin, Lara Grünberg, hallo. Ja, einfach mal in die Hand nehmen. Ja, ich bin gelaufen und dann sind die angerannt gekommen und haben mich einfach umgeschmissen. Okay. Ich wollte nur sagen, ich bin auch Zeugin, ne? Also wenn ihr was von mir wissen wollt. Und die zwei Damen, die haben das direkt gesehen. Sie haben auch alles gesehen. Gut, und der Kollege von mir und ich, wir sind gerade dazugekommen und wir können jederzeit was dazu sagen. Ich würde die auch nicht wiedererkennen. Nee, okay. Du kannst vielleicht uns da mehr ein bisschen weiterhelfen. Ich nehme gleich mal ihre Personalien auf. Ja. Ja. Kannst du uns noch zwei Minuten ab. Und wenn der RTW da ist, dann mache ich mich hier aus dem Staub und gehe auf die andere Seite. Bei den maskierten Tätern handelt es sich um die beiden Abiturienten von gestern. Sie haben die Schülerin überfallen, offensichtlich um sie einzuschüchtern. Vermutlich hat der Dealer sie geschickt.